wenn ich halt raus aus der Schule bin, bin ich eigentlich schon Straßensozialarbeiter. Das Projekt, was ich gerade so versuche zu machen, wollte ich damals halt als Kind, Jugendlicher selbst haben. So. Hey, alle, die Fußball spielen wollen, komm mal her, bitte. Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht. Also mein Name ist Abdul El-Khatib, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Berlin-Wedding, ich bin hier geboren. Meine Eltern sind Palästinenser aus dem Libanon. Normalerweise gehe ich um diese Uhrzeit zur Schule. Heute gehe ich einen Freund vom Gefängnis abholen, der tagsüber halt raus darf. Und wer das halt ist, das ist der Süleyman Koç. Süleyman Koç ist ein Freund von mir, der halt Profifußballer ist, aber halt negativ in die Schlagzeilen gerückt ist, da er halt viele schlechte Dinge gemacht hat. Ich stehe hier vor dem Gefängnis, ich warte auf meinen Kumpel. So, wir fahren jetzt zu Big Barsha frühstücken. Er hat mich halt gefragt, wie es ist, ob er halt in meinen Projekten mitwirken kann. Da habe ich gesagt, na klar, jeder verdient eine zweite Chance. Wie geht es so, jeden Morgen rauszukommen? Ist richtig anstrengend, oder? Oder wie erlebt man das? Was machst du so in deinem Alter? Bei mir ist es jetzt so, ich bin wie so ein Roboter. Ich stehe um 6.30 Uhr auf, komme um 8 Uhr raus, gehe zu meinem Training. Ich habe zweimal am Tag Training. Bin dann spätestens um 17 Uhr zu Hause. Sitze mit meiner Familie, gucken fern, essen zusammen, bequatschen alles, was drumherum ist. Dann muss ich um 12 Uhr wieder drin sein, also 0 Uhr. Ich mache jetzt ein Fußballprojekt und den Kids würde es freuen, wenn ein Profi zu denen kommt und die halt motiviert, unterstützt, mit denen redet. Du bist dann der neue große Bruder im Kiez, ja? Hättest du Lust mitzukommen? Ja klar, warum nicht? Ich habe dir ja gesagt, ich interessiere mich dafür, halt den kleinen Kindern, die von der Straße kommen, beizubringen, dass Mistbauen keine Lösung ist. Die ganzen Kids warten schon, ja. Hey, alle, die Fußball spielen wollen, komm mal her, bitte. Wir wählen jetzt Mannschaften. Er macht sein Team, ich mache mein Team. Und mal gucken, wer am Ende gewinnt. Wir messen uns, wer der bessere Trainer ist. Dann geht mal ihr rüber, wir bleiben hier auf der Seite. Ja, das Fußballprojekt, da kommen halt Jugendliche hin, die Spaß haben wollen. Aber bei mir geht es halt nicht nur um Spaß, sondern man soll auch was davon haben. Man lernt halt viel in meinen Projekten. Meine Mannschaft ist nicht so gut drauf, aber wir werden doch siegen. Man lernt halt unter anderem Respekt gegenüber zu haben, dass man pünktlich zu den Terminen erscheint und viele Sachen halt. Man muss fair sein, sonst bricht das Spiel auch ab. So eine Dinge trainiert man halt und wenn man Spaß hat, geht es halt viel schneller. Man muss halt nicht den Jungs immer alles reindrücken, sondern die Jugendlichen sollen das von allein entwickeln. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Hertha-Training, wo wir Enes Benhatira treffen werden. Enes Benhatira, ihn habe ich sehr viel zu verdanken, egal um was es geht. Er hat immer ein Ohr für mich. Wenn ich was brauche, steht er mir zur Verfügung. Gib mir Hertha-Karten für das Spiel, für meine Jugendlichen, weil die meisten sich ja diese Karten nicht leisten können. Ich finde es gut, dass Menschen wie Abdul, gerade mit Immigrationshintergrund, sich für Jugendliche einsetzen, so wie ich und andere, viele andere auch. Und ich hoffe, dass ich da ja, viele Jugendliche und Kinder Beispiel nehme an Menschen wie Abdul, der auch ja, aus einem Ort kommt, wo es sehr, sehr schwierig ist. Also ich bin angehender Erzieher. Und wenn ich halt raus aus der Schule bin, bin ich eigentlich schon Straßensozialarbeiter. Aber ich habe halt nicht dieses Blatt, wo drauf steht, ja, du hast diese Sache studiert. Ich will halt Erzieher werden, um halt den Jugendlichen vieles zu ermöglichen, so was ich halt nicht bekommen habe. Und damit halt auch das, was ich erreicht habe, die auch erreichen können. Wenigstens ein Ausbildungsplatz. Und weil viele aus meinem Umkreis hier, also mein Kiez, werden niemals auf dem ersten Arbeitsmarkt landen. Und das will ich ändern. So, ich bin gerade in Berlin Moor Beach, gehe jetzt schön bei Erdoda essen. Das ist ein libanesischer oder arabischer Restaurant. So, das ist jetzt mein Essen. Ich esse hier mit meinen Kollegen. So, ich fahre jetzt nach Hause.
Ich hatte einen anstrengenden Tag hinter mir. Ich habe mich Gott sei Dank gut erholt. Aber jetzt bin ich auch müde und deswegen gehe ich gleich schlafen. Und das werde ich jetzt auch tun. Wenn ihr mitträumen wollt, dann macht die Augen zu. Und deshalb, ich bin jetzt weg hier.